Da sind wir auch schon wieder zurück zu unserer nächsten Folge. In der letzten Folge haben wir ziemlich krass auf die Fresse bekommen. Und ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir unsere Leute wieder flott bekommen. Oh, wir müssen einen nach dem anderen. Hm, okay. Also wir müssen... Könnten wir das nicht verbessern, dass wir mehr Räume haben? Oh, gut. Dann können wir nämlich jetzt mehrere Leute auf einmal behandeln. Ich weiß, wir haben leider wieder nicht so viel Geld. Aber wir müssen damit zurechtkommen zurzeit, weil wir haben die letzte Quest ja leider abbrechen müssen. Und ja, ich sag bewusst müssen, weil das hätte einfach nicht geklappt. Das Bordell ist geschlossen, weil der Waschtag vorhanden ist. Und jetzt müssen wir halt unsere anderen Leute ein bisschen wieder auf die Reihe bekommen. Mal schauen. Das kostet aber... Nee, können wir uns leider nicht leisten. Wir haben auch leider zu wenig. Aber wir haben letzte Folge, haben wir noch was Interessantes gefunden. Ich suche gerade nur, welche ist denn unsere... Ach, sie hier war die am weitest entwickelste. Der können wir nämlich einen neuen Gegenstand anziehen. Oh. Okay, das heißt, sie müssen wir eher im Dunkeln dann lassen. Ja, gut, dann klappt das natürlich nicht so gut. Ha. Gut, dann hat das nicht funktioniert, aber dann brechen wir natürlich auch wieder auf, um diesmal hoffentlich ein bisschen Geld zu gewinnen. Was heißt Geld zu gewinnen halt? Geld zu erkunden? Oh, Nein, brauchen wir gar nicht probieren. Töte den Nekromantenlehrling. Ich glaube, das ist aber etwas für die nächste Folge, weil wir... Wobei, wir haben alle unsere... Wir haben wieder unsere starke Truppe. Ist der Hundemeister einigermaßen fit? Ja. Sehr schön. Ach, solch Kinderkram finden. Oh nein. Das heißt, er geht schon mal nicht mehr in solche Bereiche mit uns rein. Ach, verdammt. Okay, gut. Egal, wir haben natürlich auch noch andere Leute, die für uns kämpfen können, die für uns gut kämpfen können. Dann würde ich sagen, nehmen wir sie hier mit. Und es ist wieder mit Lagern, das heißt, mehr Fackeln, mehr Essen und einen Schlüssel nehmen wir mit. Einen Schlüssel und eine Bandage. Und den Rest geben wir noch in eine Fackel aus und dann brechen wir auf. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Yeah. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Ja, und wir sind beides wahnsinnig und verdammt gefährlich. Wobei ich gerade nicht weiß, ob er gefährlich gesagt hat, aber auf jeden Fall hat's gepasst. Ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, hat unser Kreuzfahrer keinen Bock mehr auf solche Dinge, auf so ein Kinderkram. Auch sehr nett von dem Typen, dass der einfach keine Lust mehr hat. Das heißt, ab Stufe 3, wenn die so einen grünen Kringel außenrum bekommen, gehen die nur noch auf Veteranenmissionen? Ja. Oha, so schnell haben sie diesmal schon Essen bekommen, also Hunger bekommen? Ich sehe schon, ich bin mir nicht sicher, ob wir das durchstehen. Und direkt schon wieder ein Raumkampf. Ich weiß ja nicht, mit was für einem Zeugnis er da vollschüttet, aber es ist echt eklig. Oh, irgendwas... Also hier unten kackt das Licht ganz schön ab. Okay, sie haben mir definitiv auf der richtigen Position aufgestellt und ihn auch. Nennt's noch, jawohl.
Also das hier, so wie wir es jetzt sind, ist die perfekte Aufstellung für diese Art von Gruppe, weil die hinteren drei alle ihre Fähigkeiten benutzen können. Und sie kann es auch. Gut, sehr gut. Also, mit denen haben wir unsere perfekte Aufstellung gefunden. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich glaube, man sieht es gerade unten rechts im Bild. Falls man es sieht, tut es mir natürlich leid. Jetzt ist auch gut, geh wieder weg. Böse Anzeige. Hohoho! Was für eine starke Gruppe. Oh, wir haben den Schlüssel in der Truhe benutzt und bekommen noch einen Schlüssel. Gefällt mir sehr gut. Versteckte Beute? Ich habe schon gedacht, wir kriegen jetzt irgendwie eine zerstochene Jungfrau. Also wir looten hier ganz schön viel. Und ganz schön gut vor allem. Und wir laufen natürlich in eine Falle. Wem war das nicht klar? Also irgendwas stimmt hier unten mit dem Licht nicht, weil die extrem durchdrehen. Kann ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich den Hund... Ich glaube, den Hundeknochen muss ich während dem Kampf verwenden. Und spinnen. Und spinnen. Ja, nein, endet halt meine komplette Aufstellung. Mein Headset sitzt gerade irgendwie nicht richtig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu stressig. Okay, also unsere Helden, nachdem wir jetzt mal alle aufgebessert haben, so die Rüstung und so, das hat's echt gebracht, weil die kritten jetzt ganz schön extrem. Okay, habe ich das gerade richtig mitbekommen, dass einfach jedes Monster, das wir gerade getötet haben, einfach ein One-Hit war? Aber begebt euch in eure Position zurück, so können wir am besten kämpfen. Okay, der Nekromantenlehrling hat scheinbar nicht allzu viele Monsterwesen als Bewacher zurückgelassen. Oha. Ey, hier unten gehen die Fackeln extrem schnell aus. Hat jemand eine Ahnung, ob ich vielleicht bessere Fackeln kaufen kann, die irgendwie heller brennen, länger brennen? Okay. Eine Falle und ein Kampf. Ja, endlich mal wieder ein Kampf. Und ein Raumkampf. Okay, es hätte uns jetzt auch ein netter Priester da drin erwarten können, aber... Gut, so gefällt mir das natürlich besser, wenn wir einfach nur nichts darin finden. Oh Mann, hey. Sie sind stressresistent. Gut. Ja. Vorhin noch so eine große Fresse gehabt, dass diese Runde alles gut läuft und dann sowas. So, das interessiert mich jetzt mal. Wenn ich dem Hund einen Knochen gebe... Naja, so viel mehr Schaden macht er jetzt aber auch nicht. Und sie bluten alle nicht, wobei es drei von vier sind Skelette und der andere ist irgendwas zwischendrin. Alle um zwei geheilt. Erholung von der Schwelle des... Ach, okay, die war, glaube ich, letzte Runde an der Schwelle des Todes gewesen. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, wir werden den Angriff viel weiter vorantreiben. Wobei 11 Schaden ist schon gut. Press this advantage. Give them no quarter. Buch der Intuition. Sehr gut. Okay, wir befinden uns noch in der richtigen Aufstellung für den Kampf jetzt. Ich habe schon gedacht, dass unsere Helden sich wieder gedreht haben. Aber wir haben die Monster überrascht. Das heißt, wir dürfen natürlich anfangen. Was uns einen erheblichen Kampfvorteil natürlich gewährt.
Wie kann man einem verdammten Blitz aus dem Himmel ausweichen? Also wir... Wir müssen uns das noch ein bisschen anschauen mit den ganzen Waffenfähigkeiten, was da denn passiert. Minus Schaden. Ah. Okay, das heißt, je öfters wir gewisse Fähigkeiten einsetzen, desto schwächer werden auch die Angriffe von unseren Helden. Zum Beispiel bei ihm sehen wir jetzt, ist der Angriff sehr viel runtergegangen. Sehr weit runtergegangen, so rum. Entschuldigt. Die Sache ist, ich... setzt sich dieses Minusangriff nach jedem Abenteuer zurück oder nach jedem Zug? Also nach jedem Kampf sozusagen. Aber ich glaube eher nach jedem Abenteuer. Raff dich auf, komm schon, ist nur eine Fleischwunde. Wow. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch an den... Sie hatte die Chance, sich dabei zu heilen? Schaut jetzt mal bei ihr hier unten auf den Schaden. Okay, er ist nicht runter... Doch, er ist runtergegangen. Wie gesagt, also... Ich muss mir die Fähigkeiten noch besser durchlesen, was die so für negative Effekte haben. Freu dich erstmal, dass du den Typen weggenutzt hast. Nein. Dieses Wasserzeug brauchen wir nicht. Kostbarkeiten. Gold ist natürlich... Oh, wir haben nicht genug dabei. Ja, den Hundeknochen wegschmeißen. Der ist jetzt nicht so weit, Herr Wild. Das heißt, ich denke, wir gehen in diesen oder diesen Raum und dann werden wir rasten. Vor allem, wie sie hier einfach durch diese Ruinen durchmarschieren. Also, ja, doch, ich freue mich echt, dass ich mir das Spiel geholt habe, weil es ist geil. Auch wenn der Nekromantenlehrling jetzt scheinbar nicht so der härteste Typ ist, weil, also wir haben ja noch nicht gegen ihn gekämpft, aber jedenfalls seine Wachen sind jetzt nicht so sonderlich extrem. Aber er ist ja auch nur der Nekromantenlehrling, das heißt... Sein Vorgesetzter könnte natürlich anders unterwegs sein. Sehr gut. Jetzt hat sie nämlich schon wieder Schaden. Ah, okay. Es kommt aber auch auf die Fähigkeit an sich an. Auf die ich draufklicke. Ja, wie gesagt. Ich meine, aktiv habe ich das Spiel auch erst 3, 4, 5 Stunden jetzt gespielt. Und... Ich komme auch noch nicht ganz hinter alles, was da mit wem wie zusammenhängt. Dafür sollte ich eigentlich mal wieder eine Behind-the-Scenes-Folge aufnehmen. Okay, was werfen wir dafür weg? Die Heilkräuter. Einfach mal reinfassen. Mit einer tödlichen Krankheit. Oh, widersetzt. Haha, die tödliche Krankheit kann uns mal kreuzweise. Oh. Haben wir sie überrascht oder sie uns? Ah, keiner ist überrascht. Auch gut. Zwei Leute schon tot. Mit 16 Schaden? Oha. Doch, der... Oh. Oh, was machen wir denn jetzt? Boah, ey, ich hatte schon gedacht, wir haben jetzt nicht genug Geld, um das mitzunehmen. So, und in diesem Raum werden wir dann rasten. Wenn wir natürlich bis dahin alle Kämpfe gemeistert haben, aber ich denke schon. Ich denke, das klappt ganz gut. Wir haben die Bandagen gerade weggeworfen. Naja, gut.
Aber doch, sie mag ich als Heilerin noch am liebsten. Weil sie heilt echt konstant sehr gut. Ja, haut ihr mit dem Schild voll ins Gesicht. Man darf keine Frauen schlagen, was ist denn los mit dir? Oh, zwei bluten wenigstens. Solange zwei bluten, ist kein Problem. Habe ich gerade den mit... Ja, ich habe den mit Bluten getötet. Naja. Passiert, passiert. Sehr schön, braves Hundi. Sehr schön, wie die Leichen hier einfach liegen bleiben. Wow. Zum Glück sind wir ausgewichen. So eine Axt möchte ich ungern ins Gesicht bekommen von dem Typ. So. Das heißt nur noch der Bogenschütze. Und den sollten wir jetzt eigentlich mit der nächsten Attacke von unserer Heilerin hinbekommen. Was habe ich gesagt? Oh, Mann. Nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Okay, Schaufel weg. Was tun wir jetzt noch weg? Ich bin am Überlegen, die Fackel oder den Schlüssel, wie es... Ja, gut. So. Weil in dem Raum werden wir dann ja eh rasten. Und daher kriegen wir dann neues Licht und dann kommt ja eh schon der Bosskampf. Und während dem Bosskampf, hoffe ich zumindest, brauchen wir keine Fackel. Ein... Was? Waffenbastler. Netter Perk. Okay, Spinnen. Überall Spinnen. Egal, nachdem wir die Spinnen fertig haben, rasten wir. Dann haben wir vielleicht auch genug für die Kiste. Ah, ich hätte die Aufstellung wieder ändern müssen. Ja, so geht's auch. Ich meine, immerhin hat sie ja sogar eine Attacke, wo sie einen Schritt nach vorne geht und wir theoretisch ja keine Runde dafür opfern müssen, dass sie nach vorne geht. Jawohl, alle drei sogar tot. Können wir alles... Oh. Von den Büsten haben wir, glaube ich, genug. Ey, kann man sich irgendwo ein Inventar-Upgrade kaufen? Kennt das einer? Also weiß das zufällig irgendeiner vielleicht in den Kommentaren? Wenn ja, bitte einfach mal reinschreiben. Okay, erstmal Banditengespür. Damit uns niemand überrascht, weil das hat mir vorhin, also in der letzten Folge, echt nicht gefallen. Oh ja, eine Hundetherapie. Das ist eigentlich eine süße Idee. Okay, oh. Sie hätte eigentlich... Naja, okay, gut. Hauptsache, wir ermutigen die Leute noch. Und jetzt ruhen wir einfach mal. Nach Bären in den Ruinen. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich tun würde. So. So. Wir sind schon wieder in der Standardaufstellung und gucken mal, was da so drin ist. Gold. So, und jetzt werden wir uns wahrscheinlich, so wie es aussieht, dem nächsten Bosskampf stellen. Und zwar den Nekromantenlehrling. Aber vorher laufen wir natürlich nochmal in eine Falle. Unbenutzte Fackel. Können wir natürlich gleich benutzen und dann kriegt jeder noch mal ein bisschen Futter. Jetzt lauf ich noch einen Schritt und dann haben sie Hunger. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre Story of my life. Oh! Wow! Was bist du denn für einer?
Ich glaube, der spawnt jetzt jede Runde irgendwelche hässlichen Viecher. Können wir ihn stunnen? Wow, wir haben den Boss betäubt. Sehr schön. Wir müssen ihn nur bluten lassen von ihr. L-Schaden und bluten. Okay, sehr gut. Ich glaube, mit unserer... Wie heißt es? Mit unserer Heilerin werden wir ihn jetzt die ganze Zeit eigentlich nur zum Bluten bringen. Zum Bluten bringen. Ich meine natürlich betäuben, wenn es denn funktioniert. Ja, okay, diesmal hat er sich widersetzt. Er kann immer noch nicht reagieren. Okay, jetzt ist er dran, jetzt macht er seine... Wow! Was hat denn der für einen Arm? Oh, und er belebt das Vieh praktisch die ganze Zeit wieder. Echt ein schlauer Bursche. Und wir werden ihn immer wieder über den Jordan kicken. Nein, er widersetzt sich. Gut, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Wir werden ihn einfach weiter zerstören. Er kann uns nichts entgegensetzen. Wow. Wir werden diese Lande von deinem elenden Treiben befreien. Du, Nekromantenlehrling, wirst fallen. Oh nein, oh nein. Hoho, 17 Schaden, er ist so gut wie tot. Haha! Was war denn das für ein einfacher Kampf? Und jetzt noch das Skelett natürlich vorne wegboxen, alles ist gut. Ja, gut. Da haben wir unseren zweiten verdammten Helden. Also Boss gekillt, wow. Also, ich habe irgendwie nach der runzligen Hexe gedacht, dass der Typ härter ist. Hohohoho. 12.000 Gold nur an gesammelten Schätzen und wir kriegen noch 4.000 von... Hohoho. Krass. Krass. Aber gut. In dieser Folge haben wir noch einen Boss getötet, den zweiten. Okay. Keine Sorge, Opa, wir werden uns um das schlimme Dingsbums, was da unter deinem Haus rumkreucht und fleucht, kümmern. Ja, gut, das war's für diese Folge und ja, dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wie viel Uhr es bei euch auch gerade immer ist und ja, haut mal rein!